Wobbler. Wobbler, Wobbler. Auf jeden Fall mit einem B. Wobbler. Fisch. Quasi eine Art Rotauge ohne Rotaugen. Und den fangen wir jetzt. Also, legen wir los. Rennen wir mal eben zu dem Spot, denn es wird langsam Zeit. Wir haben es gleich schon 6 Uhr Ingame-Zeit. 7, 8 Uhr bis in die Mittagszeit ist eine ideale Zeit zum Fangen des Wobblers. Ab geht it. Und das sieht doch schon ganz gut aus hier. Hier wollen wir hin. Das ist der Spot, der momentan ganz gut funktioniert. Und das Holz, das ist das Ziel. Da schmeißen wir hin. Da wollen wir angeln. Also, legen wir los. Ich habe mir drei Grundrouten zusammengebastelt. Und zwar ein bisschen was Leichteres, was Feineres. Hier muss man ja nicht mit so ganz dicken Brocken dran. Wobei das immerhin noch verhältnismäßig groß ist. Aber man kann auch mit kleineren Ruten hier hin. Denn das Ganze ist ja ein relativ leichtes, feines Angeln. Wenn der Fisch 300-400 Gramm hat, ist es ein guter Fisch. Also, ich bin hier unterwegs mit einer 5 Kilo Hauptschnur, 5 Kilo Monoschnur, 4,4 Kilo Fluorovorfach. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal noch. Wenn mal irgendwie ein Aaland irgendwie von einem Kilo dran geht oder so, dann ist es nicht ganz so tricky. Einen 15er Haken, einen kleinen 15er Haken für einen kleinen Fisch von ein paar hundert Gramm sollte reichen. Und den wichtigsten Köder zurzeit, einen Caster. Den wollen wir auch. Und das ist momentan auch, wie gesagt, der Köder, der am besten funktioniert. Und da das ja so eine Art Rotauge ist, habe ich mir gedacht, komm, basteln wir uns doch mal eine Futtermische zusammen. Und zwar quasi die Rotaugenmische mit so ein bisschen was anderem, mit so ein paar Komponenten. Auf jeden Fall muss da der Caster mit rein. Das ist ja gerade der Köder Nummer 1 für das Vieh, für den Wobbler. Also nehmen wir den auch mit rein. Und das heißt, wir bauen uns mal hier die Futtermische zusammen und nennen die Wobbel. Die Wob. So. Und dann hauen wir hier die Zwieback gemahlen, hauen wir da dran. Und dann ist das hier Zuckmückenlarve. Und dann ist das Karamell. Wo haben wir Karamell? Hier ist es. Karamell. Das ist quasi jetzt die Mische für Rotaugen. Und dann kommt jetzt natürlich noch dran Caster. Und wenn das Ganze nicht so ganz nach Wurst schmeckt, also auch mal ein bisschen was Gemüsiges dazu, beziehungsweise zu der Made und zu den Zuckmücken nehmen wir noch ein bisschen Hirse. Ich glaube, ich nehme mal Paniermehl. Ja, nehmen wir noch ein bisschen Brötchen dazu. Löbt. So, und das mischen wir jetzt erstmal zusammen. Hoffentlich wird das eine vernünftige Mische hier. Immerhin, wobbel die Wob. 9 von 10. Perfekt. Die nehmen wir jetzt. Die Wobbel, die Wobmische. Und die klatschen wir da jetzt dran. Und dann gucken wir mal, ob die Wobblermische Wobbel, die Wob. So. Nehmen wir dran klatschen. Und hier vorne, das Holz hier, wie gesagt, das ist das Ziel. Und das heißt, wir klippen hier das Ganze auf 18 Meter, Steuerung plus minus, ne? Immer hier Steuerung gedrückt halten, minus plus auf 18 Meter hier unten geklippt und dann werfen wir hier aus, zack, und landen schon da vorne. So, und dann schmeiße ich jetzt nochmal die zwei anderen Ruten auch mit ins Wasser, mit der Wobbel, die Wobb-Futtermische.
So, gesagt, getan. Naja, der Flug ist gerade ein bisschen schräg. Zack, 1, 2, 3 Routen einfach dran hier. Hier muss ich aufpassen. Machen wir mal die Bremse ein bisschen weiter runter. Wir haben hier ziemlich zarte Montage. Nicht, dass mir das Vorfach gleich irgendwie abpitscht. So. Ja, und dann heißt es jetzt ein bisschen warten. Allerdings nicht zu lang warten und einfach abwarten, bis da was beißt und bis es schön bimmelt. Die bimmeln nicht zwingend. Je nachdem, was da gerade dran beißt. Hier sieht man gerade die Schnur in der Mitte. Die zieht gerade entgegen der Strömung. Einfach mal immer, also eigentlich regelmäßig überprüfen. Ja, ist schon was dran. Regelmäßig überprüfen heißt es hier wirklich. Denn sowohl A-Land zack, als auch die kleinen Wobbler, die bimmeln nicht zwingend an den Routen. Zack, da haben wir schon den nächsten dran. Die Frequenz ist zurzeit wirklich vernünftig. Das sind die Kollegen, die man hier auch in großen Mengen fängt. Südlicher neunstachliger Stichling. Also, wer noch den stachligen Stichling und den Wobbler als Trophy braucht, einfach mal Gas geben und hier ein bisschen mit dem Caster angeln. Und da hatte ich schon einen Ausschlitzer. Na, ist es denn? Ohne, dass sich da was gemeldet hat. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Dann ist er hier. Da ist er, genau. Da ist der Köder abgefressen. Sieht man hier jetzt noch. Ausgeschlitzt, Köder abgefressen. Schmeißen wir also direkt wieder raus. Und da bimmelt was. Sehr schön. Einfach beim nächsten Auswerfen ist der Köder auch wieder dran. So, was haben wir denn hier dran? Ja. Ja, Mann. Wobbler, 204 Gramm. Die machen schon richtig Spaß. Und auch vom Silber her schon ganz vernünftig. 200 noch was Gramm. 5, 6 Silber. Sollte der, glaube ich, schon bringen. Aber letzten Endes geht es ja nicht um das große Silber machen. Es geht darum, den Fisch überhaupt zu fangen. Und im Idealfall den Fisch auch als Trophy zu fangen. Da gab es zuletzt jetzt hier in den letzten Tagen im Livestream, regelmäßig im Livestream, ach, das Rotauge, gab es regelmäßig die Meldung, ja, ich habe eine Trophy gefangen und gestern hatte ich sogar 2 gefangen oder 3. Ich habe noch keinen gefangen. Deswegen stelle ich mich hier auch nochmal hin und probiere es auch nochmal ein bisschen weiter aus. Trophy Wobbler wäre schon sexy, ey. Fände ich schon gut. Aber auch südlicher neunstachliger Stichling. Als Trophy würde ich auch noch mitnehmen. So. Und hinstellen und ein bisschen warten. Jetzt habe ich natürlich relativ spät am Vormittag angefangen. Also ich sag mal im Idealfall im Morgengrauen gegen 5, 6 Uhr einfach hier anfangen. Futtermische dran klatschen, auswerfen. Vorhin im Livestream habe ich es einfach mal probiert mit der ganz normalen Karpfen, mit der Standard-Karpfenmische. Habe die hergestellt, habe die ausgeworfen. Hat ganz gut funktioniert. Und ich dachte mir, ja, es sind zwar Art Karpfenfische, aber dann doch noch mal näher am Rotauge dran. Deswegen wollte ich jetzt mal diese Rotaugenmische testen. Und dann gucken wir mal, wie groß die Fische hier werden. Und vor allem, wie viele es werden, ne? Vielleicht müsste man auch sogar noch mal so einen Meter näher dran, vielleicht direkt unter das Holz werfen. Aber so langsam müsste der Spot jetzt hier gesättigt sein, auch mit der Futtermische.
Zack. Überall was dran, überall, ohne dass sich da was meldet. Und überall die winzigen kleinen Stichlinge hier. Ich hatte vor 2 Tagen, hatte ich das schon ausprobiert mit, kann ich hier abstellen, hier geht's. Hatte ich das ausprobiert mit größeren Haken, bis hin zu einem 8er-Haken, 6er-Haken, 8er-Haken, 10er-Haken. Das Ergebnis war eher durchwachsen. War also jetzt nicht so gut. Und heute dann nochmal der Test mit den 15er-Haken, das ging wirklich ganz gut. 18er-Haken soll auch noch sehr gut funktionieren. Aber ich denke, wenn man so grob in dem Bereich ist, sollte das funktionieren. Und da geht der nächste los hier. Au! Gewitter! Nö! Gerade jetzt! Wobbler, 200 Gramm, Gewitterfisch. Ja, 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 ja. Alter! Au! Ja, das kann natürlich passieren. Das ist höchstwahrscheinlich ein Aaland hier. Gucken wir mal. Alter, was ist das denn, ey? Boah. Ja, 1,3er Aaland. Ey, und der nächste. Das kann passieren, deswegen nicht ganz so fein rangehen. Könnte ein bisschen tricky werden. Oh. Wobbler, 250 Gramm. Top. Sehr gut, ey. Ich glaube 500 Gramm. 500 Gramm Trophy, um die 500 Gramm. 35 Gramm. So langsam geht es los hier. Mach keinen Scheiß, Algen. Beim Wobblerangeln vom Blitz erschlagen. Winzige Güster. Ja, ich würde sagen, ich angel einfach noch mal ein bisschen weiter hier. Vielleicht wird's ja, hört's ja gleich mal auf. Und da kommt schon der nächste wieder. Vielleicht hört's ja gleich auf hier mit dem Gewitter. Und dann gucken wir gleich mal, wie so das Ergebnis war. Die ersten Wobbler sind ja schon im Sack. Zack, der nächste, leider untermaßig. Vorhin im Stream hatte ich ratzfatz tatsächlich auch den Kescher voll mit 100 Fischen. Also auch da die Frequenz ist natürlich sehr gut. Wobei eben auch hier, wie schon wieder untermaßig, es sind auch viele kleine dabei. Ne? Also da nicht ärgern. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt der Spot, um hier die Millionen zu machen, sondern vielleicht eher der Spot, um einfach mal einen Fisch, der einem fehlt, um den zu fangen, um den im Fangbuch abzuhaken oder vielleicht sogar im Fangbuch als Trophy abzuhaken. Alter! Und genauso auch mit dem Stichling. Für den, also für mich zählt das auch, ey. Für mich, ich will auch dringend Stichling, den Stichling als Trophy. So. Bis gleich. So, wir haben es
8 Uhr, sagen wir mal, 9 Uhr Ingame-Zeit haben wir es. Eine Stunde ist rum und der Kescher ist fast gefüllt. Da kommt Fisch Nummer 99 rein. Nochmal ein Wobbler einpacken. Was haben wir hier? Da ist Fisch Nummer 100. Nochmal ein Wobbler mit 260 Gramm. Auch einpacken, das war der 100. Und jetzt wird Kassensturz gemacht. Normalerweise würde ich ja sagen, okay, jetzt um die Uhrzeit angeln wir nochmal durch. Aber ich will gucken, was der Kescher so gebracht hat. Und den gucken wir uns mal eben an. Bis gleich. So, dann gehen wir mal zum Fischmarkt. Ich hoffe, du fängst dicke, fette Wobbler, wenn du auch an diesem Spot ausprobierst zu angeln. Und ich hoffe, wenn du es ausprobierst in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass der Spot überhaupt noch funktioniert. Wenn er irgendwann nicht mehr funktioniert, zack, nächstes Video. Irgendwann ist das nun mal so. Die Fische schwimmen halt einfach mal weiter. Solche Spots halten leider nicht ewig. Gucken wir mal eben rein. Also, 100 Fische. Alles in allem 150 Silber in einer Stunde. Naja, für ein 8 Tuber vielleicht ein bisschen mau. Aber ganz so mies ist es ja nicht. Und wenn man sich die einzelnen Wobbler mal anschaut, ein 200 Gramm Wobbler, 260 Gramm, 280 Gramm Wobbler, die liegen bei 7, 8 Silber. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt, ne? So sieht das aus. Gucken wir gerade nochmal eben nach. Gibt es hier einen Kaffeeauftrag? Weißlachs, Brasse. Ne, gerade nicht. Vorhin konnte ich 3 Aufträge abgeben. Das gab dann nochmal 70 Silber. Ja, also Wobbler angeln, ihr Lieben. Gucken wir nochmal eben genau nach den Wobbler alleine. Das ist nicht so ganz so wenig. Passt. 38 Wobbler insgesamt. Sehr geil. Das sieht gut aus. Wobbler alleine, 38 Stück. Das würde ich sagen, ist ein Spot. Das ist ein Wobbler-Spot. Lieg los, schnapp dir deine Trophy. Ich muss auch noch hinterher. Ich brauche sie auch noch. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren und beim nächsten Video wieder einschalten. Bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.